Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier auf Freaky Fishing Friends by Frankie. Hallo, ich bin Frankie und heute geht es mal um die Penn Slammer Lifeliner 560. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, die Rolle wird in so einer ganz einfachen Pappschachtel geliefert. Dabei haben wir einmal eine Gebrauchsanweisung und was ich besonders gut finde, hier eine Explosionszeichnung. Anhand dieser kann man sich natürlich, wenn es mal nötig ist, Ersatzteile raussuchen und nachbestellen, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Ja, kommen wir zu der Rolle. Hier vorne haben wir die Bremse, die hat auch so eine Frontbremse mit einer Kohlefaser-Komposit-Bremsscheibe. Die Bremsscheibe ist im Inneren der Spule verbaut und somit ist sie natürlich vor Verunreinigungen und Wasser eben halt geschützt. Ein Vorteil an der ganzen Sache ist nochmal von dieser Bremsscheibe, diese lässt sich nämlich ausbauen und umdrehen, falls der Belag mal abgenutzt sein sollte. Ja, wir haben eine Bremskraft von 6,75 Kilo. Kommen wir zur Spule. Das ist eine Aluminiumspule. Die hat eine Schnurfassung von 295 Metern bei einer Schnurdicke von 0,35. Die Rolle hat eine Übersetzung von 4,6 zu 1 und einen Schnureinzug von 76 Zentimetern pro Kurbelumdrehung. Ja, die Spule sitzt auf einer Edelstahlachse, die hier im Getriebe dreifach gelagert ist. Im Getriebe befinden sich fünf Edelstahl-Kugellager, welche versiegelt sind, und ein Walzlager. Am hinteren Teil der Rolle hier haben wir die Freilauffunktion. So ist der Freilauf eingeschaltet und so ist der Freilauf wieder ausgeschaltet. Ich schalte den Freilauf nochmal ein, denn man kann ihn auch mit einer halben Kurbelumdrehung wieder ausschalten. Hier hinten haben wir die Bremse für den Freilauf. Ich habe die jetzt mal ganz aufgemacht, dann könnt ihr mal sehen. Butterweicher Lauf, die Schnur lässt sich so also quasi widerstandslos oder so gut wie widerstandslos abziehen. Ja, wie gesagt, hier hinten kann man die Bremse noch einstellen eben halt. Die Kurbel lässt sich links sowie rechtsseitig verbauen und ist wirklich spielfrei eingebaut. Ja, zum Gewicht der Rolle. Die Rolle wiegt 586 Gramm und ist auch für Süß- und Salzwasser geeignet. Wenn ihr die Rolle mal im Salzwasser angeln solltet, könnt ihr die einfach unter klarem Wasser abspülen. Dazu empfehle ich euch aber, die Bremsen zuzumachen. Ja, eine tolle, robuste Rolle, die bei mir im Brandungsangeln zum Einsatz kommt. Oder eben halt zum Ansitzangeln mit der Grundmontage. Ja, zum Preis, die liegt, glaube ich, irgendwo um die 80 Euro, je nach Anbieter. Ich kann die Rolle auf jeden Fall empfehlen, bin damit sehr zufrieden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mich zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und schaut euch vielleicht auch mal meine anderen Videos an. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst hier wiedersehen auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Doing.